das europäische Hawaii. Diesen Spitznamen trägt die portugiesische Insel Madeira. Sie erhebt sich inmitten des Atlantiks und bietet eindrucksvolle Wanderungen und Sehenswürdigkeiten. Die Inselhauptstadt Funchal gilt als eine der schönsten Städte in Europa. Und nicht wenige bezeichnen die Wanderung vom Pico do Areiro zum Pico Riufu als schönste Wandertour ihres Lebens. Auch wir sind echte Madeira-Fans und bereits mehrmals auf die Insel gereist. Die unserer Meinung nach schönsten Sehenswürdigkeiten auf Madeira stellen wir dir in diesem Video vor. Doch bevor wir damit starten, möchten wir noch zwei Empfehlungen mit dir teilen. Sofern du auf Madeira nach einem schönen Hotel direkt am Meer suchst, legen wir dir das Hotel The Views Oasis ans Herz. Wir haben hier zwei von insgesamt drei Madeira-Urlauben verbracht. Das Hotel bietet Meerblick von fast allen Zimmern und direkten Zugang zur Strandpromenade. Zudem gibt es beheizte Innen- und Außenpools, leckere Buffets zum Frühstück und Abendessen sowie Kinderbetreuung für Familien. Falls du Madeira mit dem Mietwagen bereisen möchtest, empfehlen wir dir die Buchung über localrent.com. Du benötigst hierfür keine Kreditkarte und musst bei den meisten Anbietern auch keine Kaution hinterlegen. Die Plattform arbeitet nur mit lokalen Partnern, sodass du kleine, ortsansässige Firmen unterstützt. Madeira ist eine Insel für Naturliebhaber. Daher findest du bei unseren Top 22 Sehenswürdigkeiten viele Aussichtspunkte, Wanderungen und naturverbundene Orte. Die Lage unserer liebsten Sehenswürdigkeiten auf Madeira kannst du auf der nun eingeblendeten Karte sehen. Gerne kannst du diese Karte auf unserem Blog kostenfrei herunterladen. Den Link dazu findest du eingeblendet. Hier kannst du alle Sehenswürdigkeiten, die wir nachfolgend vorstellen, ganz in Ruhe nachlesen. Zudem findest du in unserem Blogbeitrag auch die Koordinaten zu allen Sehenswürdigkeiten, die möglichen Linienbusverbindungen und gegebenenfalls Eintrittspreise und Öffnungszeiten. Beginnen wir nun mit unserer Nummer 22, Cristo Rey. Cristo Rey ist Madeiras Christusstatue. Sie ist 14 Meter hoch und existiert seit dem Jahr 1927 auf der Insel. Unterhalb der Statue beginnt ein Fußweg, der die Klippe hinabführt. Von der Aussichtsplattform an der Christusstatue sowie auch vom Weg aus genießt du schöne Ausblicke auf den Atlantik, die Küste und Funchal. Auch zum Anschauen des Sonnenuntergangs ist Cristo Rey ein gut geeigneter Ort. Vom Parkplatz an der Christusstatue ist es zudem möglich, mit der Seilbahn hinab zum Steinstrand zu fahren. An der Bergstation sowie am Strand befinden sich Cafés zum Verweilen. Unsere Nummer 21, die Levada dos Balcões, bietet einen ca. 25- bis 30-minütigen Wanderweg, der dich zu einem besonders schönen Aussichtspunkt führt. Eine Levada ist ein für Madeira typischer Bewässerungskanal, der dir in diesem Video noch häufiger begegnen wird. Der erste Wegabschnitt der Wanderung führt dich zunächst durch den Wald. Zwischendurch warten dann bereits schöne Weitsichten auf dich, sofern das Wetter mitspielt. Auch die Einkehr in ein kleines Café mit Panoramaaussicht ist unterwegs möglich. Am Ende des Wegs findest du einen Aussichtspunkt. Hier erheben sich die grün bewaldeten Berge. Zur rechten Seite reicht der Blick bis zum Meer. Üblicherweise siehst du am Aussichtspunkt zudem viele Vögel. Die kleinen Vögel sind zutraulich und Menschen gewöhnt. Zu den Sehenswürdigkeiten auf Madeira gehört auch unsere Nummer 20, die Meerestiere. Für die meisten Urlauber sind insbesondere die Wale und Delfine ein Highlight. Sie sind in ihrem natürlichen Lebensraum vor der Küste von Madeira zu Hause. Im Rahmen eines Bootsausflugs kannst du verschiedene Wal- und Delfinarten im Meer schwimmen sehen. Laut Angaben des Kapitäns unserer Wal- und Delfinbeobachtungstour werden in ca. 80% der Touren Wale und Delfine gesichtet. In 4 von 5 Touren hast du statistisch gesehen also Glück. Falls du die eine Tour erwischt, auf der keine Wale oder Delfine gefunden werden, kannst du kostenfrei an einer zweiten Fahrt teilnehmen. Den Link zur Tour, die wir mitgemacht haben, findest du nun eingeblendet. Wir haben die Whale-Watching-Tour im Dezember bei gutem Wetter mitgemacht und hatten auf Anhieb Glück. Unterwegs gab es insgesamt 3-mal Delfine zu sehen. Die Tiere sind direkt vor und neben dem Katamaran geschwommen. Zudem konnten wir verschiedene Walarten in der Ferne sehen. Besonders empfehlen können wir dir die Nachmittagstour, die in den Wintermonaten kurz vor dem Sonnenuntergang endet. Zum Schluss erlebst du daher den Sonnenuntergang vom Boot aus. Auf Madeira gehören auch die botanischen Gärten zu den beliebten Sehenswürdigkeiten. Allen voran zieht es Touristen in den Jardim Botanico da Madeira.
Diesen botanischen Garten kannst du von Monte aus zum Beispiel mit der Seilbahn erreichen. Er ist ca. 50.000 Quadratmeter groß und befindet sich in Hanglage oberhalb von Funchal. Der Botanische Garten beherbergt das Natural History Museum mit verschiedenen Tierexponaten sowie zahlreichen Blumen und Pflanzen. Zu den Highlights gehören unter anderem das kunstvolle Blumenfeld, ein traditionelles Strohhaus, der Formschnittgarten sowie der Palmengarten. Vom Botanischen Garten genießt du zudem einen schönen Ausblick über Funchal. Nicht selten gilt unsere Nummer 18, der Monte Palace, als einer der schönsten Parks. Die meisten Besucher fahren mit der Seilbahn aus dem Stadtzentrum von Funchal hinauf zum tropischen Garten. Du kannst alternativ aber auch mit dem Auto oder Bus anreisen. Monte Palace erstreckt sich auf eine Fläche von ca. 70.000 Quadratmeter an einem Hang oberhalb von Funchal. Neben zahlreichen, überwiegend tropischen Pflanzen bietet der Park unter anderem einen japanischen Garten, ein Mineralienmuseum, Teiche, Skulpturen und Kachelbilder. Viele Touristen fahren mit der Seilbahn hinauf, besuchen Monte Palace und lassen sich anschließend mit dem Korbschlitten hinabfahren. Mit dem Korbschlitten kannst du dich ca. 2 Kilometer lang auf öffentlichen Straßen hinabfahren lassen. Bei der ca. 10-minütigen Abfahrt werden Spitzengeschwindigkeiten von bis zu 50 km/h erreicht. Unsere Nummer 17, das sogenannte Nonnental, gehört ebenfalls zu den vielbesuchten Sehenswürdigkeiten auf Madeira. Eindrucksvoll anzuschauen ist das Tal insbesondere von den umliegenden Aussichtspunkten. Das Tal ist zu allen Seiten hin von Bergen umgeben. Die hoch emporragenden Berghänge sind vor Ort noch eindrucksvoller, als die Aufnahmen dies zeigen können. Um Curral das Freiras in seiner vollen Schönheit zu sehen, empfehlen wir dir die Fahrt zum Miradouro Eira do Cerrado. Ein kurzer Weg führt dich zur Aussichtsplattform hinauf. Zudem findest du vor Ort ein Hotel mit öffentlichem Café und ein Souvenirgeschäft. Am westlichsten Punkt von Madeira befindet sich unsere Nummer 16, der Leuchtturm von Ponta do Pargo. Der Leuchtturm stammt aus dem Jahr 1922 und wurde auf einer 290 Meter hohen Klippe errichtet. Von dort hast du einen schönen Ausblick auf den Atlantik und die Westküste von Madeira. Im Leuchtturmgebäude ist ein kleines, kostenfreies Museum untergebracht. Hier erfährst du Details zu den insgesamt 6 Leuchttürmen der Insel. Vom Leuchtturm kannst du dem ca. 850 Meter langen Weg zum benachbarten Aussichtspunkt Fio folgen. Dort erwartet dich ebenso wie am Leuchtturm selbst ein lohnenswerter Ausblick auf den Atlantik und die Küste. Zudem kannst du hier ins Teehaus einkehren, das auch warme Speisen anbietet. Im Ort Machico befindet sich einer von insgesamt 2 hellen, künstlich aufgeschütteten Sandstränden von Madeira. Um den Strand sowie den Ort aus der schönsten Perspektive anzuschauen, empfehlen wir dir den Miradouro do Pico do Facho. Du kannst hier am besten mit dem Auto hinauffahren. Der Aussichtspunkt bietet neben dem eindrucksvollen Blick auf Machico auch lohnenswerte Ausblicke auf Madeiras Flughafen, das Inland und den Atlantik. Wenn du zu passenden Zeiten vor Ort bist, kannst du die ankommenden und abfliegenden Maschinen vom Aussichtspunkt beobachten. Zur anderen Seite des Aussichtspunkts eröffnet sich der ebenfalls lohnenswerte Blick auf die Landzunge Ponta de São Lourenço. Eine Virgin sollte unserer Meinung nach auf keiner Liste von Madeira-Sehenswürdigkeiten fehlen. Es handelt sich hierbei um eine Landzunge, die zwischen dem Atlantik und den steil emporragenden Felswänden liegt. Einige dieser schmalen, zumeist landwirtschaftlich genutzten Landstreifen sind per Seilbahn zugänglich. So wie auch unsere Empfehlung, die Fajan dos Padres, der Küstenstreifen der Mönche. Oft wird diese Landzunge auch als Garten Eden bezeichnet, denn sie ist landschaftlich nicht nur schön, sondern auch fruchtbar. Angebaut werden hier vor allem Bananen, aber auch andere Obst- und Gemüsesorten. Von der Seilbahnstation führt ein ca. 10-minütiger Weg durch die Bananenfelder zum Restaurant bei Fajan dos Padres. Das Highlight ist hier der Ausblick von der Restaurantterrasse. Bei schönem Wetter kannst du vom nahegelegenen Pier zudem im Atlantik schwimmen gehen. Treppen führen ins Wasser hinab. Zudem ist auch die Seilbahnfahrt selbst ein Erlebnis. Ca. 300 Höhenmeter werden in etwa 2,5 Minuten zurückgelegt. Weiter geht es mit unserer Nummer 13, dem Miradouro do Guindaste. Er wurde im Jahr 2022 erneuert und bietet seither auch 2 Aussichtsbalkone aus Glas. Von den Glasaussichtspunkten blickst du auf den Atlantik und einen Teil der Nordküste. Unter deinen Füßen fällt die Küste steil ab, sodass du gefühlt in der Luft stehst.
Zur anderen Seite kannst du dem Trampelpfad auf den Felsvorsprung folgen. Hier eröffnet sich zunächst ebenfalls der Blick auf den Atlantik. Noch eindrucksvoller ist die Aussicht zur anderen Seite auf Fayal, die Steilküste und das dahinterliegende Bergland. Diese Aussichtsfläche ist ungesichert, wird aber dennoch viel besucht. An warmen Tagen kannst du im Anschluss runter nach Fayal fahren und dort am naturpoolähnlichen Steinstrand baden. Hier befindet sich auch ein Café mit Meerblick zum Einkehren. Um die Naturschönheit von Madeira zu genießen, ist Porto da Cruz ein gutes Ausflugsziel. Der Ort liegt an der Nordküste und bietet eine Promenade direkt am Meer entlang. Je nach Gezeit und Jahreszeit sind die Wellen hier so gewaltig, dass die Promenade zwischenzeitlich überflutet wird. Daher ist Porto da Cruz insbesondere im Herbst und Winter ein guter Ort, um das Wellenschauspiel anzusehen. An der Promenade unterhalb des Ortskerns befinden sich mehrere Restaurants, deren Terrassen einen guten Meerblick bieten. Hier gibt es auch ein Meerwasserschwimmbad, das in den Sommermonaten geöffnet ist. Von dort kannst du der Promenade in nördliche Richtung folgen. Nach ca. 15 Minuten erreichst du die Rumfabrik in Ginjos do Norte. Hier wird Rum aus Zuckerrohr hergestellt. Die Fabrik ist während ihrer Betriebszeiten kostenfrei für Besucher zugänglich. Du siehst hier unter anderem die Maschinen, die zur Rumproduktion genutzt werden. Unsere Nummer 11, der Feenwald von Fanal, ist ein Ort, der insbesondere bei wolkigem, nebligem Wetter einen Ausflug lohnt. Die Wolken ziehen hier durch die Hochebene und hüllen die dort wachsenden Lorbeerbäume in Nebel. Dadurch wirkt der Lorbeerwald besonders mystisch. Viele Besucher kommen hierher, um Fotos im Nebelwald zu erstellen. Beliebt sind Kleider oder Jacken in grellen Farben wie Gelb, Orange, Rot oder Pink. Diese bilden im Vergleich zum Nebel einen starken Farbkontrast, der auf Fotos gut zur Geltung kommt. Beachten solltest du jedoch, dass es insbesondere in den Wintermonaten deutlich kühler im Feenwald sein kann als am Meer. Bei nebligem Wetter hatten wir im März beispielsweise 8 Grad Celsius. Auf der Hochebene leben zudem einige Kühe, die du vor Ort oft antriffst. Sie laufen sowohl auf der Hochebene als auch am Straßenrand frei herum. Wasserfälle gehören auf Madeira zu den Top-Sehenswürdigkeiten. Einer der besonderen Wasserfälle ist von unserer Nummer 10 zu sehen, dem Miradouro do Vale do Noiva. Der Wasserfall fließt hier direkt ins Meer. Die umliegende Küste bietet zudem optisch ein schönes Bild. Der Aussichtspunkt Vale do Noiva liegt direkt an der Straße und ist somit einfach erreichbar. Hier gibt es auch eine Snackbar mit Souvenirshop. Nur wenige Minuten entfernt befindet sich einer der schönsten Strände auf Madeira. Der schwarze Sandstrand von Seychal ist unter anderem bei Surfern beliebt. Er ist ca. 160 Meter lang und durch die Hafenmauer geschützt. Daher bietet er sich auch zum Schwimmen an. Sofern es in den vorangegangenen Tagen geregnet hat, bildet sich am Ende des Strands zudem ein kleiner Wasserfall. Um die Ecke des Strands findest du zudem einen Naturpool, der ebenfalls zum Schwimmen einlädt. Eine der schönsten Wanderstrecken auf Madeira führt dich zu unserer Nummer 9, den 25 Quellenwasserfall. Wenn du die Strecke komplett zu Fuß absolvierst, bist du insgesamt ca. 3,5 bis 4 Stunden unterwegs. Vor Ort wird zudem ein Shuttlebus angeboten, der dich für 3 Euro pro Strecke bzw. 5 Euro hin und zurück fährt. Mit dem Shuttlebus sparst du dir die teils steileren Strecken entlang der asphaltierten Straße. Dies verkürzt die Gehzeit um ca. 1 Stunde. Der eigentliche Wanderweg PR6 startet am Forsthaus. Der Wanderweg zu den 25 Quellen ist landschaftlich besonders reizvoll. Du läufst hier durch die sogenannten Baumtunnel entlang der Levada. Die Bäume ragen insbesondere im zweiten Wegabschnitt wie Bogen über den Wanderweg. Zudem bieten sich unterwegs immer wieder schöne Aussichten. Mit einem kurzen Umweg kannst du zudem auch den Risco-Wasserfall im Rahmen der Wanderung anschauen. Insbesondere durch Instagram ist der Anjos-Wasserfall in den letzten Jahren immer bekannter und beliebter geworden. Und auch aus unserer Sicht gehört er zu den lohnenswerten Sehenswürdigkeiten auf Madeira. Der Wasserfall fließt direkt auf die Küstenstraße. Du kannst hier mit dem Auto unter dem Wasserfall entlangfahren oder selbst eine Wasserfalldusche nehmen. Sofern es in den Tagen zuvor viel geregnet hat, kann es aus unserer Erfahrung auch vorkommen, dass die Straße aus Sicherheitsgründen für Autos gesperrt wird. In diesem Fall erreichst du den Wasserfall
in 2 bis 3 Minuten zu Fuß, wenn du aus Richtung Maddalena do Mar kommst. Und hier noch ein Zusatztipp. Ein Stück weiter befindet sich noch ein sehenswertes Felsloch. Du findest es gleich hinter dem Tunnel zu Ponta do Sol. Sowohl der Wasserfall als auch das Felsloch sind zudem ideale Orte, um den Sonnenuntergang anzuschauen und zu fotografieren. Insbesondere an der Nordküste von Madeira sind die Wellen und Strömungen oft zu gefährlich, um im offenen Meer schwimmen zu gehen. Daher gibt es als Alternative einige Naturpools und Schwimmbäder direkt am Meer. Die wohl schönsten Naturpools der Insel liegen in Porto Muniz. An der Küste befinden sich hier zum einen kostenfreie Naturbecken, die je nach Wellengang vom Atlantik mit Frischwasser gespeist werden. Zum anderen gibt es im Ort ein kostenpflichtiges Meerwasserschwimmbad. An warmen Tagen mit geringem Wellengang eignen sich die Schwimmbecken gut für eine Abkühlung. Im Herbst und Winter kommt es öfter vor, dass die Pools wegen zu starkem Wellengang geschlossen bleiben. In diesem Fall lohnt sich ein Ausflug aber dennoch, um dem kräftigen Wellengang von der Promenade aus zuzuschauen. Eine weitere, nicht allzu bekannte Sehenswürdigkeit auf Madeira ist unsere Nummer 6, der Landstreifen Achadas da Cruz. Du erreichst ihn mit der steilsten Seilbahn der Insel. Gemäß der Informationstafel vor Ort beträgt das Gefälle zu Beginn der Seilbahnfahrt 98%. Daher ist bereits die Abfahrt ein lohnenswertes Erlebnis. Unten angekommen erwartet dich ein kurzer Küstenwanderweg. Während du am Meer entlangläufst, kannst du die eindrucksvolle Landschaft anschauen. Neben dem Wanderweg schlagen die Wellen am Steinstrand ein. In der Ferne ist je nach Regenmenge der letzten Tage und Wochen auch ein Wasserfall zu sehen. Falls du in den Wintermonaten nach Madeira reist, lohnt sich die Seilbahnfahrt am frühen Abend. Dann kannst du aus der Gondel die untergehende Sonne über dem Meereshorizont anschauen. Nahezu jeder Urlauber, der Madeira besucht, schaut sich mindestens einmal auch die Inselhauptstadt Funchal an. Insbesondere die Altstadt mit ihren schmalen Gassen, den Kopfsteinpflastern, Restaurants und Street Arts ist hier der Hauptanziehungspunkt. Sie trägt auch den Namen Zona Velha. Du kannst den Altstadtrundgang zum Beispiel am Mercado dos Lavradores starten. Hierbei handelt es sich um Funchals Markthalle, die auch als Bauernmarkt bekannt ist. Verkauft werden insbesondere Blumen, Obst, Gemüse und Fisch sowie traditionelle Leder- und Korbwaren. Auch exotische Früchte, wie beispielsweise Ananasbananen, kannst du vor Ort probieren. Preislich ist der Bauernmarkt jedoch an Touristen angepasst, sodass du hier keine Schnäppchen erwarten solltest. Von der Markthalle kannst du den schmalen Gassen bis zur Festung Forte de Chauchiago folgen. Sie existiert seit dem 17. Jahrhundert und wurde einst gebaut, um die Stadt besser vor Piratenangriffen zu schützen. Sie ist gelb gestrichen und beherbergt heutzutage ein Restaurant. Den Außenbereich der Festung kannst du individuell erkunden und auch aufs Flachdach hinaufsteigen. Die Innenstadt von Funchal bietet dir zudem viele Geschäfte, Cafés und Restaurants. Am Hafen ankern meist ein oder mehrere große Kreuzfahrtschiffe. Eine grüne Oase inmitten der Hauptstadt bildet der Santa Catarina Park. Hier gibt es unter anderem einen Teich mit Enten und Schwänen sowie einen Kinderspielplatz mit kleinem Indoor-Spielhaus. Unsere Nummer 4, der Cabo Giron Skywalk, gehört zu den besonders beliebten Sehenswürdigkeiten auf Madeira. Da hier auch viele Reisebusse herkommen, ist ein Besuch am Nachmittag aus unserer Erfahrung entspannter. Da der Aussichtspunkt nach Südwesten ausgerichtet ist, kannst du in der Winterzeit auch gut zum Sonnenuntergang hierher kommen. Der Skywalk befindet sich an einer der höchsten Steilklippen Europas. Wenn du über den Glasboden läufst, befindest du dich 580 Meter hoch über dem Meeresspiegel. Der Aussichtspunkt ragt über die Klippe hinaus, sodass es unter dir steil abwärts geht. Doch nicht nur die Glasaussichtsfläche selbst, sondern auch die Ausblicke machen den Besuch bei Cabo Giron lohnenswert. Zur linken Seite eröffnet sich ein eindrucksvoller Weitblick auf Câmara de Lobos, São Machinho und Funchal. Unter dir wird schnell klar, welch gewaltige Dimension die Steilküste aufweist. Eines der landschaftlichen Highlights auf Madeira ist unsere Nummer 3, der Grüne Kessel. Die Wanderung zum Grünen Kessel führt dich an der Levada entlang durch mehrere Tunnel zu einem ca. 100 Meter hohen Wasserfall. Auch unterwegs erwarten dich bereits 2 größere sowie mehrere kleine Wasserfälle. Sofern das Wetter mitspielt, gibt es vom Wanderweg aus zudem eine schöne Weitsicht auf die Nordküste. Es handelt sich um eine Streckenwanderung, die insgesamt 13 Kilometer lang ist.
Der Zeitbedarf hierfür liegt bei etwa 4 Stunden Gehzeit. Da der Weg fast keine Steigungen bietet, ist er insgesamt einfach zu gehen. Startpunkt der Wanderung ist der gebührenpflichtige Parkplatz Quaimadas, wo du auch ein Café und öffentliche Toiletten findest. Der grüne Kessel befindet sich im Norden von Madeira im Kreis Santana. Hier ist es besonders grün und pflanzenreich. Aus unserer Erfahrung kann es daher auch öfter zu Regenfällen kommen. Daher ist wasserfeste Kleidung für diese Levada-Wanderung empfehlenswert. Ebenfalls zu den schönsten Sehenswürdigkeiten auf Madeira gehört die Landzunge Ponta de São Lourenço. Sie bildet den östlichen Zipfel der Insel. Im Gegensatz zur übrigen Landschaft auf Madeira zeigt sich die Landzunge vergleichsweise karg. In den Wintermonaten ist sie mit einem grünen Pflanzenteppich übersät. In den Sommermonaten sorgen die vertrockneten Gräser für ein gelbliches Erscheinungsbild. Die Landzunge kannst du auf verschiedene Weisen kennenlernen. Wenn du nicht wandern möchtest, bietet sich die Fahrt zum Miradouro da Ponta do Rosto an. Dieser Aussichtspunkt bietet dir eine schöne Sicht auf den nördlichen Teil der Ponta de São Lourenço. Das Highlight sind hier die rötlich schimmernden Felsen, die aus dem Meer emporragen. Um die Landzunge intensiver kennenzulernen, empfehlen wir dir die Wanderung zum Miradouro Ponta do Furado. Vom Parkplatz, der auch eine Bushaltestelle bietet, ist der einfache Weg ca. 3,5 Kilometer lang. Da es unterwegs jedoch auf und ab geht, liegt der Zeitbedarf für die Strecke bei ca. 1 Stunde und 45 Minuten. Ca. 15 Minuten vor dem Aussichtspunkt erreichst du die Snackbar Casa do Sardinia. Hier gibt es kostenpflichtige Toiletten, Getränke, Snacks und auch warme Speisen. Nahe der Casa do Sardinia befindet sich zudem die Anlegestelle für das Schnellboot. Du kannst beispielsweise den Hinweg wandern und zurück dann das Boot nehmen. Auch die gesamte Strecke per Boot zu fahren, also ohne Wanderung, ist möglich. Das Schnellboot legt am Hafen Quinta do Lorde an und ab. Von dort läufst du noch ca. 20 Minuten zu Fuß zurück zum Parkplatz bzw. der Bushaltestelle, wo der Wanderweg startet. Sofern du die gesamte Strecke ohne Bootstour wandern möchtest, dauert die Streckenwanderung ca. 3,5 bis 4 Stunden. Man kann sich wirklich darüber streiten, welcher Ort auf den Platz Nummer 1 der Madeira-Sehenswürdigkeiten gehört. Auch wir haben lange Zeit darüber nachgedacht, da Madeira so viele schöne Sehenswürdigkeiten bietet, die einen ersten Platz verdient hätten. Am Ende fällt unsere Wahl aber auf die Wanderung vom Pico do Areiro zum Pico Ruifo nach Ajada do Texeira. Denn bei schönem Wetter ist diese Panorama-Bergwanderung tatsächlich ein unvergessliches Erlebnis. Der Weg führt dich durch die Berge, die durch Seile, Treppen und Leitern für Wanderer zugänglich und sicher begehbar sind. Den Panoramaweg kannst du in beide Richtungen laufen. Die meisten Wanderer starten am Pico do Areiro, der mit dem Auto zugänglich ist. Falls du nicht wandern möchtest, lohnt sich die Fahrt hierher auch für die schöne Aussicht. Die Aussicht sowie auch die Wanderung sind allerdings wetterabhängig. Denn aus unserer Erfahrung kann es häufig auch passieren, dass die Berge von Wolken umhüllt sind. In diesem Fall hast du weder etwas vom Aussichtspunkt noch von der Panoramawanderung. Da es vormittags meist wolkenloser ist als nachmittags, kommen viele Wanderer bereits zum Sonnenaufgang hierher. Wir empfehlen dir, für die Wanderung möglichst früh aufzustehen und vorab die Webcam am Pico do Areiro zu prüfen. Für die Wanderung vom Pico do Areiro zum Pico Ruifo nach Ajada do Texeira benötigst du aus unserer Erfahrung ca. 4,5 bis 5 Stunden Gehzeit. Leider gibt es bei Ajada do Texeira keine Linienbusverbindung, die zurück zum Ausgangspunkt führt. Daher bietet es sich an, vorab einen Transfer zu buchen. Alternativ kannst du auch nur bis zum Pico Ruifo laufen und auf derselben Strecke zum Ausgangspunkt zurückkehren. Für diese Variante werden etwa 7,5 bis 8 Stunden Gehzeit benötigt. Das waren sie also, unsere Top 22 Sehenswürdigkeiten auf Madeira. Wir hoffen, dass dir das Video bis hierher gefallen hat und danken dir schon einmal fürs Zuschauen. Sofern du auch an Geheimtipps für Madeira interessiert bist, trage dich gerne zu unserer kostenfreien E-Mail-Serie speziell zu Madeira ein. Hier stellen wir dir weitere lohnenswerte Orte vor, die nur wenige Urlauber kennen. Ein Vorgeschmack zeigen dir die gerade laufenden Aufnahmen. Wir danken dir vielmals für deine Zeit und würden uns freuen, wenn du uns nun einen Daumen hoch für das Video und einen Kommentar hinterlässt. Alles Liebe und bis zum nächsten Video sagen Jenny und Christian. Tschüss und adeus!